Das ist eigentlich auch so ein bisschen eine Tradition in der Familie. Ich habe gewusst, dass mein Grossvater viel Stück komponiert hat und mein Vater auch. Ich habe mich dann für ein Gymnasium entschieden nach der Sekundarschule und habe so ein bisschen, ja, schon angefangen, Themen aussuchen für meine Matura-Arbeit. Und irgendwann habe ich gefunden, ich mache eine Komposition im Zusammenhang mit Jodu, mit Natur-Jodu. Ich habe dann ein eigenes Stück geschrieben und das aufgenommen. Und das war dann der Grund, warum sie mich dann in dieser Zeit in der Suisa angemeldet und dort mein erstes Stück, meine erste Komposition eingereicht. Und es hat mir tatsächlich ein bisschen den Ärmel genommen. Also ich habe Freude bekommen am Kreieren, ich habe Freude bekommen am neue Sachen ausprobieren, gerade mit Jodu. Und so sind dann so ein bisschen nah die ersten paar Stücke, paar Songs dazugekommen. Suisa ist für mich sehr wichtig. Ich meine, ich hätte nie die Zeit, meine Rechte so wahrzunehmen draussen in der Welt. Ich hätte nie die Zeit, überall mein Geld, das mir zusteht, einzufordern. Ich habe auch nicht das Wissen, ich habe auch nicht die Möglichkeiten, wie die Suisa hat, alle miteinander zu verknüpfen, also der Veranstalter mit dem Künstler, dem Komponist, mit dem Autor etc. Es ist so viel Wissen auf einem Haufen. Es ist eine riesige Datenbank, eine Werkdatenbank, wo man Sachen nachschauen kann. Ich nutze die verschwöchentlich, weil mich irgendetwas Hunger nimmt oder weil irgendjemand muss sagen, du, das ist ein Fallstück von dem und dem, das ist verleiht der und der. Es gibt einen ganz anderen Wert. Es ist eine ganz andere Wertschätzung für die Musik. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass man in der heutigen Zeit einfach realisiert und auch immer wieder betont und wiederholt, dass Musik ist ein Wert ist. Also, ich habe manchmal das Gefühl, es geht in der heutigen Zeit fast ein bisschen verloren. Das habe ich das Gefühl, es ist gratis, es geht echt vom Himmel und ein neuer Song, für das macht man einfach so und er zack, liegt auf dem Tisch. Also manchmal nervt mich das ein bisschen und ich bin froh, gibt es die Suisa, gibt es all die Fachleute, gibt es all die Personen, die sich seit Jahren mit diesen Themen beschäftigen, die rechtlich dem Künstler, dem Autor, dem Komponisten, dem Verleger eine Sicherheit bieten, eine Plattform bieten, sie unterstützen und auch den Schritt in die Digitalisierung, also dass man da immer wieder am Ball bleibt und dass man einfach nicht als Musiker wieder irgendwo geschissen wird oder über das Nest abgeschissen wird, wie wir hier sagen. Für das bin ich sehr, sehr dankbar. Also, als die Anfrage kam, ob ich Lust und Zeit hatte, im Suisa-Vorstand mitzuwirken, habe ich mich sehr, sehr gefreut und auch geehrt gefühlt, dass ich mich noch mal, also was für eine ehrenvolle Aufgabe. Ich habe mich seit Jahren für das Rechtliche im Bereich Musik schon interessiert und habe mir so ein bisschen ein paar Sachen beigebracht. Das ist übertrieben, aber einfach so, ja, ich habe einfach gemerkt, in unserem Team gibt es niemanden, der sich so richtig dem Thema hat gewidmet und ich habe immer das Gefühl gehabt, hey, das muss doch jemand machen, wir verpassen doch da sicher vieles. Und ganz ehrlich, am Anfang habe ich selber einfach vieles nicht gewusst und auch nicht gemacht. Und ich habe dann angefangen, mich belesen und auf der Suisa-Webseite kann man zum Glück so viel nachlesen. Man kann so viel erfahren und man lernt so viel. Und ich bin natürlich da noch niemals am Ende, aber durch die vielen Konzerte und durch die verschiedenen Produktionen, die wir schon dürfen machen mit der ersten Dritten, habe ich jedes Mal ein bisschen dazu gelernt. Ich habe gelernt, wie man vorgeht, wenn man zum Beispiel ein Cover aufnehmen will, dass man halt mit dem Verlag reden muss und allenfalls auch noch mit dem Komponist, weil es vielleicht eine kleine Änderung gibt oder es vielleicht ein hochdeutscher Song war, den wir leicht Berndeutsch gemacht haben etc. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich glaube, das ist auch das, was ich in die Runde geben könnte. Also das, die Erfahrung, die ich gemacht habe als Volksmusikerin, es ist vielleicht ein spezielles Gebiet. Es gibt sehr viele Traditionals, sehr viele Kompositionen, Melodien, die schon sehr alt sind, wo man genau hinschauen muss. Gibt es jetzt da überhaupt noch
ein Komponist oder ist das schon zu lang her? Oder wo ist es verlegt? Manchmal gibt es XX Co-Verlage und Subverlage und bis man das alles herausfindet. Da bin ich auch sehr dankbar, gibt es die Visa, da kann man einfach fragen, weil sonst müsste man da elendlang im Internet von einem Verlag zum anderen und bis man das hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich gerne noch weitergeben würde, die Erfahrung von uns jetzt im Bereich von Volks- und Unterhaltungsmusik, das Wissen, vielleicht auch die Art der Stücke, vielleicht gerade zum Beispiel, ein Jodl hat eigentlich keinen Text und gleich hat er einen Text. Also, irgendwo muss man das ja auch aufschreiben, festhalten. All die Sachen, die ich einfach, ja, seit Jahren erlebe, mache, das würde ich sehr gerne auch teilen. Und natürlich bin ich offen für Neues. Also, ich möchte und hoffe, dass ich auch sehr viel dürfte lernen. Ich gehe jetzt wieder von meinem Standpunkt aus, wenn wir als erstes dritte Konzept geben, sind die meistens in einem familiären Rahmen. Meistens sehr überschaubar von der Besucherzahl her. Und ich habe schon mit vielen Veranstaltern Diskussionen geführt, wo ich dann gemerkt habe, die fühlen sich manchmal ein bisschen benachteiligt, weil sie so klein sind und gleich müssen sie halt viel zahlen, gleich müssen sie die Gebühren abliefern, gleich müssen sie sich an die Regeln halten. Und dort habe ich manchmal das Gefühl, könnte man vielleicht den Hebel ansetzen, um erstens zu vermitteln und zu sagen, ja, hey, meldet euch doch mal bei der Swisa, vielleicht gibt es ja für euch einfach eine andere Lösung. Aber wenn ihr nicht fragt, dann weiss auch niemand, dass ihr mit der Situation nicht zufrieden seid. Auf der anderen Seite bin ich auch irgendwo Künstlerin, die ja, Freude hat, wenn natürlich ein Konzert eben zum Konzerttarif abgerechnet wird und nicht einfach, ja, es ist ja eh alles Unterhaltung. Das habe ich eben auch schon ein paar Mal erlebt. Da haben wir wirklich ein komplettes Konzert gespielt und nur weil jetzt der Veranstalter noch irgendein Menü hat gegeben vorab, ist so ein Unterhaltungstarif abgerechnet worden und im Endeffekt schaut der Künstler näher ein, beziehungsweise der Komponist oder der Autor. Dort gibt es schon so Sachen, die ich finde, das ist vielleicht nicht ganz gerecht und dort möchte ich gerne mal genauer hinschauen und ein paar Leute ins Boot holen und mal eine Diskussion starten. Ganz offen und schauen, was kann man verbessern, wo hat es Anteppe, wo eher nicht. Ja.